Ja, also ich heiße Sören, ich komme aus Hessen und seit 2010 mache ich jetzt die Ausbildung zum Fischwirt. Ja, meine Hobbys sind halt einmal halt auf jeden Fall das Angeln. Das ist sozusagen die Einstiegsdroge in diesen Beruf. Man kann halt in so einem Zuchtbetrieb, wie wir hier sind, arbeiten. Man kann aber auch in einem staatlichen Betrieb arbeiten. Es gibt in Deutschland mehrere staatliche Betriebe, die sich halt zum Beispiel mit der Aufzucht von Lachsen befassen und die wieder auswildern. Kann aber auch seinen Meister machen oder noch sein Fachabitur in Landwirtschaft und dann später noch den Beruf auch studieren. Also der Schlüsselmoment war eigentlich mein Praktikum. Da habe ich halt zum ersten Mal gemerkt, dass da doch ein bisschen mehr zu gehört, wie einfach nur Fische beobachten und Futter reinzuwerfen. Und das war dann halt so das Schlüsselerlebnis, dieses Praktikum, weil ich dann gesagt habe, okay, den Beruf willst du gerne lernen. Im Sommer fange ich morgens um 6:30 an, gehe ich erstmal an allen Teichen vorbei und guck mal in die Teiche rein, ob es den Fischen gut geht, ob sie genügend Sauerstoff zur Verfügung haben, ob sie alle gut aussehen. Und dann danach putze ich die zwei Abläufe, also die Gitter, einfach, dass die Fische den ganzen Tag über frisches Wasser zur Verfügung haben. Als nächstes steht dann meistens auf dem Programm LKWs laden. Nach LKWs laden hat man dann den ganzen Tag über eigentlich genug zu tun. Entweder Fische sortieren mit der Hand oder mit der Maschine. Es ist eher so, dass der Tag dann manchmal ein bisschen zu kurz ist. Man arbeitet mit Leben. Also wir kriegen sie ja als Setzlinge, da sind sie sozusagen noch Babys. Und wenn man dann halt sieht, dann am Jahresende so, Mensch, jetzt sind die Fische ganz schön groß geworden. Das sollte einem auch nicht egal sein. Die Voraussetzungen, die man für den Beruf mitbringen sollte, sind auf jeden Fall, dass man in Biologie und in Chemie gute Grundkenntnisse hat. Das hat sehr viel mit der Wasserchemie zu tun, wie die Wasserchemie sich zusammensetzt, welche chemischen Einflüsse auf die Fische gut sind, welche nicht gut sind. Aber halt auch die Biologie, komplette Genetik, wie wird was weitervererbt, Mendelschen Gesetze und alles, fließt da halt alles mit hinein. Also das schönste Erlebnis in meiner Ausbildung war eigentlich, wo ich einmal im Sommer, wo der Betriebsleiter von der Anlage, wo ich arbeite, nicht da war und ich habe die komplette Verantwortung von der Anlage bekommen. War für mich halt ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis. War ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil es auch noch im Sommer war. Es war schönes Wetter und da wollte man gar nicht mehr nach Hause gehen. Also das war schon ziemlich gut. Also empfehlen würde ich den Beruf halt grundsätzlich jedem, der sich halt gerne mit der Natur befasst, der halt gerne draußen ist, der in der frischen Luft sein will. Bei mir war es halt immer so, dass ich mir halt nie vorstellen konnte, in irgendeinem Büro zu arbeiten. Und wenn es da halt Leute gibt, die sich genauso denken, die halt gerne draußen werden den ganzen Tag, für die ist das der optimale Beruf, denke ich.